Hallihallo zu Freileben mit Pascal und Dean. Heute tun wir ein bisschen recyceln. Ich brauche ein bisschen Zaun für die Hühner und deshalb recyceln wir da unten mal. Da ist noch der alte Zaun vom Vorbesitzer. Besser zu sehen, weil ich muss mich da an die Kante kämpfen. Ist es doch. Hier fängt er an. Den Schneiden war da raus, also schneiden, ein bisschen reißen, weil ich habe keine Kneifzange mehr. Deshalb machen wir das mit der Rohrzange. Ja, ist egal, wir müssen arbeiten mit dem, was wir haben. Und deshalb werden wir das jetzt mal so ein bisschen rausreißen. Da der Zaun schon über 50 Jahre da drin hängt, wird er wahrscheinlich an den einen oder anderen Orten nicht so stabil sein. Und deshalb schneiden wir den jetzt raus und den werden wir dann oben im Hühnergehege verbauen. Da ich ein bisschen Zuwachs da drin gekriegt habe, zwei Hennen haben gebrütet und da sind jetzt unterschiedlich alt Küken drin. Deshalb müssen wir ein bisschen das ganze Gehege ausbessern und das werden wir heute machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ganz schön anstrengend, diesen Teil hier rauszuschneiden oder rauszureißen, eher gesagt. Es ist auch ganz schön heiß, also warm, aber wenn man arbeitet, natürlich heiß. So, dann werden wir das mal hochschleppen und das an den Positionen machen, wo die kleinen Küken halt noch durchkommen. Die großen nicht, die sind halt zu dick. Und dann könnt ihr auch direkt mal sehen, wie die aussehen. Die latschen sicher vorbei. So, jetzt sind wir hier am Anfang. Da ist das Tor vom Hühnergehege. Und da seht ihr schon das Gitter. Das ist natürlich für normale Hühner super. Für die Kleinen, die schlüpfen hier durch und machen dann hier überall einen Saustall. Deshalb wäre das nicht schlecht, dass wir das da schließen. Das geht also bis hier rein, da machen wir das zu. Das wäre eigentlich dann perfekt. Und die Maschen stimmen auch. Deshalb werden wir das jetzt mal dran tüfteln. Wir haben es gesehen, das wäre jetzt mal dicht, dann gehen wir mal zum hinteren Teil rüber. So, jetzt sind wir hier im hinteren Bereich vom ganzen Gehege, das ist recht groß. Da seht ihr es, die Schlitze, die machen wir zu mit dem Zaun, wo wir recycelt haben. Also ihr habt zugeguckt. Deshalb machen wir das schnell zu und dann wäre eigentlich die Mission auch schon fast beendet. Weil ich brauche noch ein bisschen mehr Zaun, muss ich noch gucken für ein paar Stellen, aber das sollte klappen bis jetzt. Deshalb erstmal das Ramballern. Dime si a donde fui. Der Maschendrahtzaun, der ist so getarnt, den sieht man gar nicht. Ja, würde ich mal sagen, haben wir das abgeschlossen. Cool. Jetzt ist das Gehege ein bisschen sicherer. Ja, würde ich mal sagen, gucken wir uns die Bande mal an. Und
gehen wir mal ein bisschen Futter holen. Ha, da wart ihr dabei. Da ist die ganze Rasselbande, ihr habt es gesehen. Verschieden groß sind die Küken. Da sind wir mal gespannt. Da haben wir eine kleine Armee. Ja, nicht streiten. Streiten sich ein bisschen. Und dann wird es ein bisschen Eier geben. Und dann ja, freuen wir uns, glaube ich, alle drüber, über solche super Eier. Das wäre mal Mission. Ja, Hack recyceln und die Stellen ausbessern. Das haben wir jetzt gemacht. Fressen gegeben haben wir auch. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Jetzt wieder regelmäßiger. Jetzt bin ich wieder gesund. Und bitte lasst doch ein Abo da. Oder einen Daumen nach oben. Oder am besten beides. Da wäre ich euch super dankbar. Ich würde mich da mega freuen. Ich bedanke mich da mal jetzt mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Freileben mit Pascal und Dean.